Gerade den Discountern wie Aldi oder Lidl wird ja in letzter Zeit immer wieder vorgeworfen, dass sie ihr Fleisch bei Großbetrieben bestellen und, naja, die es mit der Qualität nicht ganz so genau nehmen. Doch woran erkennen Verbraucher ein gutes Steak oder auch ein gutes Stück Fleisch, das dann im besten Fall auch noch schmeckt? Das haben wir Dirk Ludwig gefragt und uns hier in Schlüchter mit ihm getroffen. Hier führt er seine Metzgerei, der Ludwig, bereits in vierter Generation. Und im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern schlachtet er auch noch selbst. Mehr als 30 Kriterien beeinflussen die Qualität von Fleischprodukten, erklärt Ludwig im Focus Online-Interview. Verbraucherinnen und Verbraucher empfiehlt der Metzgermeister, sich beim Fleischkauf vor allem auf das eigene Auge zu verlassen. Qualitätsmerkmal 1, die Marmorierung, also der Fettanteil. Ja, also da gibt es so ein paar Dinge, die eben auch an der Ladentheke relativ schnell bemerkbar sind. Also das eine ist hier die Marmorierung, also man sieht hier die feinen Fettäderchen im Fleisch. Also das wäre für mich das oberste Qualitätskriterium, wenn ich Fleisch einkaufen müsste, was ich als Metzger natürlich nicht machen muss. Da würde ich auf die Marmorierung achten, weil das ist ein Zeichen für Aroma und Zartheit. Mittlerweile ist bekannt, dass mageres Fleisch nicht den optimalen Genuss bietet. Deshalb sind heute wieder Schweine und Rinder gefragt, die etwas mehr Fett in der Muskulatur haben. Die Fettdepots schmelzen bei der Zubereitung und machen das Fleisch zart, saftig und geschmackvoll, so der Experte. Also so kleine, feine Fetteinlagerungen, das ist das Tolle, das ist auch ein Zeichen für gute Qualität. Wenn es jetzt so dickere Fetteinlagerungen sind, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Also Fett ist nicht gleich Fett. Das heißt, ich kann ein Fett haben, was einen hohen Schmelzpunkt hat, was bei hoher Temperatur schmilzt, und ich kann ein Fett haben, was bei niedriger Temperatur schmilzt. Und wenn ich dann ein Fett habe mit einem hohen Schmelzpunkt, dann ist das Fett teilweise noch fest, es ist noch nicht geschmolzen. Und dann hast du das Gefühl, das Fleisch wäre zäh. Das Fleisch ist nicht zäh, nur das Fett ist noch nicht geschmolzen. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der das macht weltweit. Hier wie so Blindenschrift über das Fleisch zu fahren und kann im Prinzip anhand des, tatsächlich wie in Blindenschrift. Also ich spüre jetzt in den Fingerkuppen, ist das Fett, weil du natürlich auch mit der Körpertemperatur dieses Fett dann ja so leicht zum Schmilzen bringst, und dann merkst du, ist es ein zartes Stück Fleisch oder gibt es Fett, sagen wir mal, einen Widerstand, dann ist es eher dieses Fettsäuremuster, was du nicht haben willst. Ein weiteres Indiz für hochwertiges Fleisch ist für Metzger Dirk Ludwig der Geruch. Man kann gute Fleischqualität natürlich noch am Geruch erkennen. Das ist zum Beispiel ein trockengereiftes Rindfleisch. Das riecht eher so süßlich, moosähnlich, so mit leichten Moostönen, nussig. Generell sollte Fleisch frisch riechen. Natürlich ist es an der Theke schwierig, aber es geht auch zu Hause natürlich, wenn ich mal Fleisch zum Beispiel im Kühlschrank 2-3 Tage liegen habe und mir unsicher bin, ist denn das noch gut, dann wirklich so die Sinneseindrücke nutzen, riecht es gut, wie fühlt es sich an, ist es vielleicht schon klebrig, das wären so eher negative Signale. Auch die Form des Fleisches sei ein Qualitätskriterium, auf das Verbraucherinnen und Verbraucher achten sollten. Hochwertiges Fleisch ist laut Ludwig fest und gibt auf Fingerdruck leicht nach. Von Siegeln hält der Metzger indes weniger. Auch wenn Transparenz und Kontrolle gut seien, würde das nichts über die tatsächliche Fleischqualität aussagen. Ein Siegel generell ist sicherlich nicht schlecht, aber ist auch, wenn wir über das Thema reine Fleischqualität, also Zartheit und Aroma sprechen, nicht unbedingt der ausschlaggebende Faktor. Und Ludwigs Kunden? Was macht für sie ein gutes Stück Fleisch aus? Wir haben uns in der Metzgerei von der Ludwig umgehört, nach welchen Kriterien die Kunden hier ihr Steak auswählen. Ich mag es eigentlich schön durchwachsen. Wenn nicht durchwachsen, die sind mir zu trocken. Also ich mag kein Fett, deswegen gucke ich immer wirklich, also wenn ich für mich kaufe, Filet. Tatsächlich entscheide ich nach Hunger und natürlich nach Qualität. Beim Steak würde ich jetzt tatsächlich auf die Marmorierung achten, genau. Also es darf auch nicht ohne Fetteinschluss sein. Also muss schon was dabei sein, weil das ist tatsächlich ein guter Geschmacksträger.
Und was darf so ein gutes Stück Fleisch an der Metzgerkasse kosten? Der Preis ist für mich nebensächlich. Ich achte eher auf die Qualität und gucke, dass ich dann eher hochwertiges Fleisch bekomme. Klar guckt man auch auf den Preis, irgendwo ist eine Grenze da. Aber letztendlich, wenn es ein gutes Fleisch ist, darf es auch einen Ticken mehr kosten. Die Fütterung des Tieres ist aus Sicht des Fleischsommeliers der wichtigste Faktor für gute Qualität. Eine einzige Frage genüge, um an der Fleischtheke zu prüfen, ob der Metzger seine Ware nach diesem Qualitätskriterium auswählt. Und wenn die Frage vollumfänglich beantwortet werden kann, wie wurde das Tier denn gefüttert, welche Rasse ist es, dann sind das schon untrügerische Merkmale, dass sich der andere auf der Gegenseite der Theke mit dem Produkt auskennt. Und ich glaube, das wäre für mich ein sehr, sehr wertvoller Indikator, herauszuspüren, ob der andere Ahnung hat von dem, was er tut oder nicht. Jemand, der das beantworten kann, der macht das mit Leidenschaft und der wird auch dafür sorgen, dass das Stück Fleisch dann auch die entsprechende Qualität hat.